Herzliches Grüß Gott aus Straubing mal wieder. Heute zum dritten Teil des Vortrags von Herrn Schäfer über die Kulturlandschaft Bayerischer Wald. Ich bin schon ganz gespannt und bin erstaunt, dass der Herr Schäfer gleich anfangen kann. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß jetzt in diesem Stündchen beim dritten Teil Kulturlandschaft Bayerischer Wald. Am Anfang bitte mal eine Karte. Hätte ja schon am Anfang sein sollen, aber naja, wie es halt so ist, wir sind ja live. Wir haben begonnen ganz links unten, ja, da lesen Sie Frauenzell, Falkenstein, sind dann rauf zum Regen, den Regen entlang, rein in das Eck von Cham, in den sogenannten Winkel des Hohen Bogens und dann runter über verschiedene Stationen nach Zwiesel und nach Bayerisch Eisenstein. Und heute geht es dann noch weiter nach unten und noch ein bisschen rauf, sodass wir quasi unsere Route vollenden, die sich ein bisschen orientiert an dieser Mittelachse, die Sie da sehen, nämlich der sogenannten Ostmarkstraße. Und natürlich ist ein Orientierungspunkt auch immer der sogenannte Hauptkamm oder die Berge, die an der Grenze zwischen Bayern und Böhmen liegen. Und dann geht es hinunter zur Donau. Der Araber, meine Damen und Herren, besser gesagt der große Araber, der König des Bayerischen Waldes oder wie es in einer schönen Publikation des 19. Jahrhunderts heißt, die weltalte Majestät. 1456 Meter hoch, 4 Gipfel, darunter der sogenannte Richard-Wagner-Kopf oder Bodenmeiser-Riegel, ja, mit einem wunderbaren Ausblick wie überall da oben in das Bayerische, aber dann auch natürlich hinüber in das Böhmische. Es ist ein Punkt, der seit dem Mittelalter begehrt war. 1279 spricht man zum Beispiel vom Adwich bei Philipp Appian. In seinen berühmten Landtafeln ist es der Eidweich, nicht? Und wir haben dann mit Blick nach unten einen der beiden Seen vor uns, hier in diesem Fall der kleine Arbersee, ein Karsee, das heißt, er ist von Land umgeben, stammt aus der letzten Eiszeit, circa 10.000 Jahre alt und ganz besonders schön hier zu erkennen, ein Charakteristikum, die sogenannten Schwingrasenflächen, also wirklich Rasenflächen, die aus Inseln in diesem See, in diesen Seen schwimmen. Ausblick wunderbar hinüber ins Böhmische. Oben allerdings nicht nur Natur, meine Damen und Herren, und das war mit ein Grund, warum ich den Araber auf alle Fälle in diesen Aspekt Kulturlandschaft mit hereinnehmen wollte. Da oben gibt es nämlich ganz plötzlich zwei Radome, das heißt Radarkuppeln, die hier 1983 für die NATO-Beobachtung des Ostens eingerichtet wurden. Viele Naturschützer waren damals nicht unbedingt begeistert. Aber dazu auch ein Sessellift, das ist ja ein großes Skigebiet der Araber, im Winter ist da was los. Und wir haben immerhin 4 Rast- und Einkehrmöglichkeiten. Ja, also es ist schon an der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen problematisch, was mit dem Gipfel des Königs des Bayerischen Waldes passiert. Aber einmal im August, da wird es dann wenigstens an einer Stelle dicht, nämlich einer Kapelle aus dem Jahre 1806, an der zum ersten Mal in 100 Jahre später, 1906, die Araberkirchweih gefeiert wurde. Und das gibt es bis heute, ausgerichtet vom Bayerischen Waldverein. Da wurde es dann wirklich ein bisschen auf dem Araber. Wir machen einen kleinen Sprung nach Osten, fahren noch einmal jetzt an Zwiesel vorbei und nähern uns einem aus meiner Sicht besonders interessanten Ort des Bayerischen Waldes, dem gläsernen Herz des Bayerischen Waldes. Es soll ja Glas heute auch noch einmal angesprochen werden.
es soll die Museumslandschaft kommen und das vereinigt sich beides besonders in Frauenau. Ein Ort, der zurückgeht mit seiner Gründung in das 14. Jahrhundert, als der uns vom letzten Mal her schon bekannte Eremit Hermann, ja, der heilige Hermann, denken Sie an Rinchnach, dort eine Eremitenzelle errichtete und daraus kam dann eine Holzkapelle hervor mit einem Gnadenbild. Und aus der Einöde wurde ein Dorf und eine Pfarrei und 1402 gab es bereits eine gotische Kirche und schließlich ein Neubau 1759 bis 67. Auch hier, wie so oft im Bayerischen Wald, sehr, sehr gute Beschriftungen, sehr gute Dokumentationen, meistens auch übrigens nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in Tschechisch. Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt, ein, wie gesagt, wunderbarer Bau des Rokoko, der Turm allerdings erst 1926 errichtet und da gab es dann sogar auch eine Langhauserweiterung nach Westen, hier aber quasi der originale Rokoko-Raum, sehr licht, sehr weit, mit einem wunderbaren Ausgleich zwischen Ausstattung, Gemälden, Stuck und dem Weiß der Architektur. Der Stuck stammt übrigens von einem Meister aus Köslarn, also aus dem Rottal, Melchior Modler, durchaus ein sehr anerkannter Handwerkskünstler und die Fresken dann. Aber zuerst das Gnadenbild, meine Damen und Herren. Ja, es ist ja eine Wallfahrtskirche, ein interessantes Gnadenbild, deshalb, weil es sich um eine besondere Form der Pietà des Vesperbildes handelt. Höhepunkt sicherlich das große Bild an der Decke. Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt bedeutet, dass selbstverständlich im Zentrum ein Bild der Aufnahme Mariens in den Himmel stehen muss. Und dieses große Fresko, wie alle anderen Bilder an der Decke, stammen von keinem Geringeren als Franz Anton Rauscher, dem bestimmt bedeutendsten Künstler dieser Art im Bayerischen Wald. Und wer dieses Bild betrachtet, der weiß, woher er kommt, dieser Franz Anton Rauscher. Er kommt natürlich aus der Asam-Schule. Man kann ihn durchaus als Schüler von Cosmas Damian Asam ansprechen. Nicht die Mutter Gottes, die hier hinauffährt in himmlische Sphären. Es wartet schon ein Thronsessel auf sie, rechts davon Gott Vater und links, ja, wie er in einem kostbaren priesterlichen Gewand, Christus, der auf die Mutter wartet. Ein Christus, der übrigens für meine Begriffe durchaus gewisse Ähnlichkeiten hat mit der Christusfigur im Fresko der Ursulinenkirche des Cosmas Damian Asam. Also schon eine bemerkenswerte Rokoko-Kirche hier in Frauenau. An der Nordwand im Friedhofsbereich bereits Grabdenkmäler jener Familie, die über Jahrhunderte hinweg und letzten Endes bis heute das Schicksal von Frauenau maßgeblich bestimmt haben und noch immer bestimmen, die Freiherren von Poschinger Frauenau. Ein sehr schönes Ensemble von klassizistischen, historistischen, neugotischen Grabdenkmälern. Ja, Poschinger von Frauenau und Glasproduktion. Die erste Glashütte gab es in Frauenau 1420 und 1568 tritt dann ein Joachim Poschinger auf den Plan. Am Ende des 18. Jahrhunderts werden die Poschinger dann auch geadelt. Heute gibt es noch immer drei Glashütten übrigens in Frauenau. Ja, die Glashütte der Poschinger, Eisch und das Riedelglas. Und wer möchte, der kann beim Poschinger auch zuschauen, wie man Glas bläst oder wie in diesem Falle selbst es mal versuchen. Ein großes Freigelände, das man gerne bezeichnet als die gläsernen Garten von Frauenau. Produktionsstätten, Verkaufsstätten und ein Rundweg, der mit vielfältigen Glaskunstwerken vertraut macht.
immer wieder auch mit schönem Blick nach Frauenau hinein. Eine fantastische, ausgesprochen fantasievolle Welt des Glases. Einschließlich großer Verkaufsläden, das gehört einfach dazu. Und schließlich ein ganz modernes Bauwerk, das sich hier im kleinen See widerspiegelt, das Frauenauer Glasmuseum. Entstanden übrigens 1975 mit einem ersten Museumsbau. Ja, sehr bald fanden hier internationale Glassymposien statt und vor allen Dingen war es ein Künstler, ein Glaskünstler, der Frauenau in einen internationalen Rang hob, nämlich Erwin Aisch. Er machte tatsächlich hier ein europäisches Zentrum der internationalen Studioglasbewegung, nämlich Glas im eigenen Atelier in Frauenau, und war auch maßgeblich Initiator eines Neubaus, der 2005 vollendet wurde. Und Sie sehen hier auf etwa 1300 Quadratmetern ein ganz integratives Museumskonzept, also sehr viel auch Interaktion, die hier passiert. Wenn man in das Museum nun eintritt, dann ist man konfrontiert mit einer ganzen Kulturgeschichte der Glasproduktion. Ja, von den Anfängern bis hin auch nun zu den Produktionsstätten des Glases. Man wandert da ein bisschen auch so durch die Jahrhunderte hindurch. Ein Museum, das einfach ja zu den wichtigen europäischen Glasmuseen gehört. Ganz zweifellos. Eine kleine Kuriosität, wieder bestens dokumentiert. Eine Kapelle auf der Zell, eine Erinnerung an die Ursprünge von Frauenau, von Hermann. Und da hat Erwin Aisch eine kleine, aber ganz feine Kapelle gebaut, nicht mit einer Ausstattung, die hinweist auf das Gnadenbild natürlich von Frauenau, aber ein bisschen Chagall hat hier wohl auch Party gestanden. Jedenfalls Frauenau, das gläserne Herz des Bayerischen Waldes. Nicht weit davon weg ist St. Oswald. Nicht Glas stand hier am Anfang dieses ehemaligen Klosterdorfes, sondern Wasser war der Ausgangspunkt. Denn hier war eine Heilquelle der Ausgangspunkt für eine Kapelle, die der Landgraf Johann von Leuchtenberg im Jahre 1389 errichten ließ. Johann von Leuchtenberg war in dieser Zeit einer der wichtigsten Gefolgsleute, nicht nur der Straubinger Herzöge, sondern auch Kaiser Karls IV., ein Mann, der also auch als Städtegründer aufgetreten ist und der, wie gesagt, hier eine Klosterstiftung vollzieht. Bis zur Säkularisation 1803 waren dann hier die Pauliner, Augustiner Chorherren und natürlich auch die Benediktiner. Mit ein Ausgangspunkt aber für die Gründung so eines Klosters war nicht nur eine heil- und wundertätige und heilkräftige Quelle, sondern St. Oswald lag an einem Säumerweg. Ja, an einem der wichtigen Wege, die aus dem Bayerischen und dem Wald hineinführten, nach Böhmen. Ja, St. Oswald selbst, da haben wir die Quelle, die unter der Kirche liegt. St. Oswald, das Patrozinium, bezieht sich auf einen angelsächsischen König, der ein Pest- und Erntepatron war und auch gegen Feuer und Gewitter angerufen wurde. Die ursprüngliche mittelalterliche, dann barocke Kirche ist allerdings 1876 abgebrannt. Und es ist an der Stelle durch Johann Baptist Schott ein schlichter Neubarockbau entstanden. Ausstattungsmäßig haben wir hier im Altar diesen heiligen Oswald. Ansonsten, naja, eher ein sehr schlichter Raum.
Aber daneben, meine Damen und Herren, und das macht den Weg und den Ausflug nach St. Oswald auf alle Fälle auch lohnenswert, das Waldgeschichtliche Museum, das in seiner heutigen Form 2013 entstand und sich der Geschichte des Waldes, der Nutzung des Waldes, den Traditionen und der Kultur des Waldes widmet, und zwar in einer höchst auffälligen und interessanten Form. Gibt's spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Urgebirges Bayerischer Wald ebenso wie in die heutige moderne Nutzung des Waldes. Wir haben hier natürlich die religiöse Volkskunst, die Kultur des Waldes, der bäuerlichen Bevölkerung dokumentiert. Na, selbstverständlich darf auch Glas nicht fehlen, wie sollte es anders sein? Aber man kann hier auch in eine Magmakammer steigen und dann hinunterfahren, wirklich in das heißeste Herz der Erde. Und selbstverständlich darf nicht fehlen ein Blick auf die Schratzellöcher, auf jene Erdstelle, jene unterirdischen Anlagen, mit denen sich Sagen und Mythen im ganzen Bayerischen Wald verbinden. Eine andere touristische Stätte, der Baumwipfelpfad im Nationalpark bei Neuschönau und dem Nationalparkzentrum Lusen. Sicherlich auch ein Aspekt von Kultur, meine Damen und Herren, wenngleich sich hier natürlich schon sehr viel Touristisches bewegt. Aber wenn man hier den Eingang durchschritten hat, dann begibt man sich auf einen 1300 Meter langen Baumwipfelpfad, ja, auf einer Höhe von 8 bis 25 Metern, gebildet von natürlich so Holzlegen auf 27 Stützen mit Didaktikstationen dazwischen. Und dann kommt man zu einem wirklich auch architektonisch interessanten Schluss und Höhepunkt zu diesem Baumturm, den man wegen seiner Form gerne als Baumei bezeichnet. Naja, das Ding ist 44 Meter hoch. Die Rampe, die hinaufführt, immerhin 500 Meter lang, nicht? Unten 30,5 Meter breit und die Aussichtsplattform oben 10 Meter. Und man hat tatsächlich eine wunderbare Aussicht, einmal nach Süden hin zu einer Ortschaft Kreuzberg. Dort gibt es eine ja, bekannte Wallfahrt zu einem Gnadenbild der heiligen Anna. Und auf der anderen Seite nach Norden, Osten, wieder zum Hauptkamm, zum Rachel und zum Lusen. Und das Waldmeer liegt da noch ganz unberührt vor dem Betrachter. Zu Füßen des Baumeis eine ebenfalls wichtige Stätte für die Didaktik des Nationalparks, das sogenannte Hans-Eisenmann-Haus, ja, nach einem Gründungsvater, bayerischen Minister, benannt, mit einer Dauerausstellung, die Wege in die Natur zeigt und auch die Geschichte des Waldes wieder anspricht und draußen ein sehr schönes Pflanzen- und Gesteinsfreigelände. Das Baumei bei Neuschönau. In diesem Eck, bei einem der wichtigsten Orte des östlichen Bayerischen Waldes, nämlich bei Freyung, ist ein kleines Dorf, Hinterschmieding. Ich habe es extra mit aufgenommen, weil dort 1969 bis 1971 wieder eine der modernen Pfarrkirchen entstand, die wir doch in Vielzahl im Bayerischen Wald vorfinden. Christus dem Auferstandenen geweiht. Architekt war übrigens Hans Becker aus Regensburg. Und auffällig ist hier die Form eines Ziboriums, ja, das sozusagen Gott mit seiner Gemeinde beinhalten soll. Grundlage ist ein Sechseck und im Inneren ergibt sich eine ja, 21 Meter hohe,
sternartig gefaltete Holzdecke, die bis zu 17 Metern ansteigt. Ja, wir haben ja schon mehrfach jetzt gesehen, welche Rolle diese Zentralräume für den modernen Kirchenbau im Bayerischen Wald spielen und welche Rolle vor allen Dingen dann für die Decke das Holz spielt. Insgesamt ist es aber ein Stahlbeton-Gliederbau mit Ziegelmauerwerk, also eine sehr schöne Mischung aus modernem Werkstoff und traditionellem Werkstoff. Und das laufende Fensterband, das sich ganz diesem Motto der Auferstehung Christi widmet, ist von dem Künstler Erich Horndasch, der uns noch einmal übrigens begegnen wird. Er stammt aus Stammham und wie gesagt, Thema Auferstehung. Und Christus am Kreuz übrigens ist hier gestaltet von dem Künstler Leopold Hafner aus Eichau. Für meine Begriffe sehr, sehr interessant. Nicht? Es ist ein gekreuzigter Christus, der aber gleichzeitig sozusagen bereits die Auferstehung vollzieht. Eine Eingangshalle in einen Ort der bäuerlichen Tradition. Wir sind in Finsterau, im Freilichtmuseum Finsterau, etwas nordöstlich von Neuschönau, in diesem Ort Maut-Finsterau, schon ganz nahe an der Grenze. Seit 1980 gibt es dieses Museum für das ländliche Siedlungswesen. Und wenn man die moderne Halle durchschritten hat, dann kommt man zuerst mal in eine Schmiede. Und mit allem drum und dran, was so zu einer Schmiede gehört. Das bäuerliche Handwerk wird ja des Öfteren im Bayerischen Wald museal dargestellt und in besonders schöner Form auch hier in Finsterau. Das Handwerkszeug der alten Schmiedemeister und eine ganze Reihe nun ganz unterschiedlicher bäuerlicher Anwesen. Ein großes hier, ein eigentlich geschlossener Vierseithof mit insgesamt 7 Gebäuden, das ist der Petzihof. Relativ wohlhabende Bauern waren das, kann man durchaus sagen, eher Seltenheit im Bayerischen Wald. Ja, und zu diesem Hof gehört sogar ein sogenanntes Innhäusel, das heißt ein kleines Haus für Dienstboten-Eheleute. Ein Blick in die gute Stube mit dem Herrgottswinkel und einem typischen schwarzen Gebälk. Ja, und die Küche natürlich. Und auf der anderen Seite, ein paar Meter weiter, das sogenannte Schanzerhaus. Ein typisches Böhmerwaldhaus, wenn Sie dieses Schopfwalmdach betrachten, so ja, etwa 1826 bis 40 entstanden, in einer besonders schönen Lage, denn von dort aus blickt man auf eine sogenannte Rodungsinsel. Dieses ganze Gebiet wurde so am Ende des 17. Jahrhunderts stark gerodet. Es entstanden die sogenannten Waldhufen. Aber einige Jahrzehnte später begann bereits der Niedergang. Ja, die armen Bauern mussten im Grunde genommen sich von anderen Dingen ernähren und viele dieser nun gerodeten Flächen wurden wieder bewaldet oder sind aufgeforstet worden, sodass hier sich so eine lichte Zone ergeben hat. Ein schon stattliches Haus, der Tanzerhof, das Wohnstallhaus von 1922 mit ganz interessant einem Putzdekor, der ein bisschen so neurenaissancemäßig anmutet. Im Gegensatz dazu ein Sacherl, ja, ein Kleinbauernhaus. Und diese Kleinbauern mussten übrigens durchaus noch einen Nebenerwerb schon im 19. Jahrhundert haben. Von der eigenen Landwirtschaft konnte man kaum leben. Besser hatte es da ein Mann oder eine bäuerliche Familie, die in so einem Hof lebte, im sogenannten Kappelhof. Nicht sehr malerische Bilder, natürlich auch museal hervorragend aufgebaut. Das ist übrigens ein offener Dreiseithof mit einem Wohnhaus
von 1835. Und da sehen Sie, ein sehr niedriger Wohnzimmerraum, ja, sehr bürgerlich anmutend. Und man hat dann tatsächlich auch, um dieses Bürgerliche hervorzuheben und das Bäuerliche etwas offensichtlich zurückzudrängen, die schwarze Holzbalkendecke zugemacht und mit einem weißen Plafond versehen. Dazu die Nebengebäulichkeiten, die zum Teil noch viel älter sind. Natürlich darf auch so ein Kruzifix nicht fehlen. Und alles Mögliche, was da an Gerätschaft in Stallstadel und im Getreidekasten untergebracht wurde. Die andere Welt, nicht die bäuerliche, sondern nun die fürstliche. Wir sind in Schloss Wolfstein bei Freyung. Das bedeutet, wir müssen einen kleinen Blick wenigstens werfen auf Geschichtliches. Meine Damen und Herren, wenn wir den Bayerischen Wald so durchfahren oder durchwandern, vom Regen bis hinunter zur österreichischen Grenze, dann haben wir eigentlich politisch gesehen drei große Komplexe. Das ist im Westen, Regenbereich, noch das Hochstift Regensburg, der Bereich der Bischöfe von Regensburg, der weltlichen Herrschaft der Regensburger Bischöfe. Das ist in der Mitte ganz wesentlich das große Finanzzentrum Rentamt Straubing. Und im Osten dann sind es die Passauer Bischöfe gewesen, die hier über Jahrhunderte hinweg, ja, bis 1805, 1806, die Herrschaft über weite Strecken hin inne hatten. Zur kleinen Ausnahme kommen wir noch. Und tatsächlich ist dann hier im 13. Jahrhundert Freyung entstanden durch Neusiedler an einer ganz, ganz wichtigen, berühmten Handels- und Säumerstraße, ja, wo also die Maulesel gezogen sind und so weiter und so fort, nämlich am Goldenen Steig. Einer wichtigen Verbindung zwischen der Donau und Böhmen. Und so nimmt es nicht Wunder, dass um 1200 dann die Passauer Bischöfe auch eine Burg errichtet haben, nicht einen Burgstall zu Wolferstein durch Bischof Wolfgerd zu Erla. Hat also nichts jetzt mit den Wölfen zu tun, sondern mit einem Passauer Bischof, ein mächtiger Block hier am Sausbach am Rand von Freyung. In der Renaissance ein bisschen umgebaut und dann am Ende des 18. Jahrhunderts ganz der Mode der Zeit entsprechend ein Fürstenzimmer mit Chinoiserie, die China-Mode lässt hier grüßen. Aber 1989 wurde ein Jagd- und Fischereimuseum des Landkreises Freyung neu konzipiert und zu einem Museum Jagd, Land, Fluss gestaltet, das eine wirklich nun interaktive Erlebniswelt darstellt, die ich überhaupt nicht mit einem Fotoapparat erfassen kann. Nicht, da gehen Sie dann durch die Dunkelheit des Waldes und so weiter und so fort. Also eine, auch für Kinder übrigens, höchst empfehlenswerte Museumslandschaft mit einem sehr nachhaltigen Ansatz. Aber interessant ist besonders so ein Blick in eine Stube eines Wilderers. Nicht? Auf der einen Seite das Fürstenzimmer und hier aber die Stube eines Wilderers. Nicht? Und da hat man tatsächlich beim Abriss eines Bauernhauses ein Versteck gefunden, nämlich die Flinte des Wilderers, die er hier hinter dieser Holzbohlenwand verborgen hat, nicht kostbar als Waffe und natürlich gefährlich, wenn sie gefunden worden wäre. Der Reiber Heigl lässt grüßen. Natürlich, was nun das Jagdgeschehen anbelangt, Tierwelt, wunderbare Ausstellungsmöglichkeiten, eine ganze Säule aus Hirschgeweihern, ein geradezu nun abstraktes Kunstwerk der Natur. Der Bär darf nicht fehlen. Der Luchs, nicht, der Karriere gemacht hat im Nationalpark und wieder im Bayerischen Wald.
Die Fische sind da, es geht ja um Jagd, Land, Fluss. Der Auerhahn, ein Markenzeichen gerade, auch des Nationalparks. Und der Geier fehlt ebenfalls nicht. Und das Interessante ist, dass Jagd als Thema sozusagen auch eine Metapher geworden ist in diesem Museum, über das eigentliche Jagdgeschehen hinaus, also auch die Frage unserer Jagd nach Geld, nach Glück, nach Zufriedenheit und so weiter und so fort, nach Reisen können, ja, in der Pandemie, wird hier durchaus thematisiert. Jedenfalls empfehlenswert. Und empfehlenswert auch nicht nur dieser Blick auf Ringelei, sondern was dahinter liegt. Ein paar Kilometer westlich übrigens von Freyung, dieser Ort Ringelei, der sich gerne selbst wegen seiner milden klimatischen Situation als Meran des Bayerischen Waldes bezeichnet. Es ist eine Anhöhe in Lichtenau, von der aus man auf den Ort blickt, und hinter sich hat man dann Gabreta, das Keltendorf Gabreta, ein archäologischer Erlebnispark, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen gekünstelt wirkt, denn wir müssen schon feststellen, es gibt wenige keltische Spuren, also wenige Spuren aus der Zeit vom 8. bis zum 1. Jahrhundert im Bayerischen Wald, aber trotzdem immerhin so viele, dass man sagen kann, der Bayerische Wald war nicht einfach menschenleer, sondern er war schon auch ein Transitraum, ja, zwischen dem Donautal und dann dem Böhmischen Becken, eine Region auch der Sammel- und der Rohstoffwirtschaft. Und insofern ist es gerechtfertigt, dass an einem Ort, wo auch einer der Hobby-Archäologen zu Hause war, Gabreta entstanden ist. Übrigens Gabreta, ein antiker keltischer Name für den Bayerischen Wald, so nimmt man an. 1998 ist das Ganze eröffnet worden mit einer ausgesprochen didaktischen Zielsetzung, wird also auch viel geboten für Kinder, nicht aktive Archäologie betrieben. Und das muss man jetzt schon sagen, es sind Rekonstruktionen, diese Häuser aus anderen Fundorten, zum Beispiel aus Köfering in der Nähe von Regensburg und so weiter. Ja, also jetzt nicht original bayerischer Wald, nicht das, was man beispielsweise in Straubing machen könnte, sondern zusammengetragen, aber zu einem wirklich einheitlichen Ensemble geformt. Zum Beispiel hier ein Blick in eines dieser keltischen Häuser in der Rekonstruktion. Das Herrenhaus, ja, besonders auffällig, ein herausragender Bau, oder auch der älteste Baukomplex, das Töpfereihaus, das stammt sogar in seinen Ursprüngen aus der Urnenfelder Zeit, das heißt so aus dem 12. bis 9. Jahrhundert, also noch im Grunde genommen vor der eigentlichen keltischen Zeit, aber auch das eine sehr gelungene Rekonstruktion, ausgesprochen auch gelungen im Detail. Übrigens unter der Federführung der Universität Passau, des dortigen Lehrstuhls für Archäologie, entstanden. Der heutige Museumsleiter von Straubing, Professor Dr. Günter Moosbauer, war damals als noch junger Mann dabei. Dazu übrigens nicht nur so ein Töpferofen, der für die experimentelle Archäologie noch hergenommen wird, sondern auch ein keltisches Heiligtum nachgebaut. So etwas haben wir übrigens in Straubing auch gefunden, in Lerchenheid draußen. Und in einem Raum dieses nachgebauten Heiligtums eine Holzfigur einer berühmten keltischen Darstellung des Keltenfürsten von Glauberg in Hessen. So um 500 ist das Original etwa entstanden. Also auf alle Fälle mit der Einbettung in die Landschaft, mit dem, was da geboten wird, ein wichtiger musealer Ort, der Einblick gibt in unsere keltische Vergangenheit. Wieder sind wir am Goldenen Steig, an einem Hauptort des Goldenen Steiges. Da gibt es übrigens ein Museum für diesen Steig, nämlich in Waldkirchen.
Waldkirchen zeigt, wie Zwiesel zum Beispiel, auch so einen typischen Straßenmarkt. Ja, man spricht gerne bei diesem Stadttypus von der in Salzach Stadt. Das zieht sich bis Straubing heraus. Und ganz interessant an diesem schönen Straßenmarkt, das ist ein falsches Foto, ist ein Radabweiser. Radabweiser sind solche Steine, Ecksteine, die also tatsächlich nun die Räder der Fuhrwerke vom eigentlichen Mauerwerk abhalten sollten, eine uralte Angelegenheit. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist hier in Waldkirchen der Stornerne Hans angebracht worden oder auch der ewige Hochzeiter. Und zwischenzeitlich hat er an diesem wunderbaren Marktplatz eine ganze Reihe von Nachfolgerinnen und Nachfolgern bekommen. In Waldkirchen steht einer der Dome des Bayerischen Waldes, also das sagen ja die Zwiesler und die Fichtacher, aber auch eine stattliche Kirche, neuromanisch, neugotisch, im Inneren nach Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg sehr gut restauriert. Also man sieht diese Gestalt des Historismus sehr, sehr schön mit einem modernen Altarwerk, das gleichzeitig die alten mittelalterlichen Flügelaltare nachahmt. Aber unser eigentliches Ziel soll ein Ortsteil sein, nämlich Schiefweg am Rande von Waldkirchen und dieses Haus. Ein ehemaliges Bauern- und Gasthaus zur Emmerenz. Ja, es handelt sich um das Geburtshaus der Heimatdichterin Emmerenz Meyer. Sie sehen hier 1928 in Chicago gestorben. Man kann vermuten, was dahinter steckt, schon anhand dieser Tafel. Ja, es geht um Literatur einerseits und um Auswanderung, um Emigration auf der anderen Seite. 1991 hat der Literaturwissenschaftler Dr. Hans Göttler eine zweibändige Werkausgabe dieser Emmerenz Meyer herausgegeben. Dem Emmerenz hat schon ganz, ganz früh zu schreiben begonnen, übrigens so heimlich, still und leise, und hat dann so die ersten Stücke untergebracht. Aber ganz wesentlich war dann für ihr Leben, dass sie zusammen mit der Familie nach Amerika emigriert ist, wie so viele aus dem Bayerischen Wald. Ja, Flucht vor Armut, Flucht vor sozialer Enge, Flucht vor einem Leben, das immer an der Kante stand. Sie wurde ja eine herausragende Schriftstellerin. Vor allen Dingen hat sie dort auch die Erlebnisse des Bayerischen Waldes verarbeitet und in der Gesinnung war sie sozialistisch-kommunistisch. Und Hans Göttler hat einen Verein gegründet und daraus wurde dann tatsächlich 2010, was wir hier sehen, das Auswanderermuseum Born in Schiefweg. Mit vielen Installationen, wunderbaren Hinweisen, auch literarischer Art auf diese Welt der Auswanderung nach Amerika, insgesamt 8 Themenräume. Aber was ich Ihnen schon empfehlen möchte, ist nicht nur der Besuch dieses Museums und dieses Hauses, sondern auch des nun wieder dort angesiedelten Gasthauses. Und meine Damen und Herren, der Schweinsbraten dort, der kann sich im Bayerischen Wald sehen lassen. Auch das ist ja Kultur. Manchmal spielt einem einfach das Wetter einen Streich und mir gleich zweimal, als ich nämlich ins Dreiburgenland an der Ilz gefahren bin. Und jedes Mal war es so neblig, dass man praktisch nicht fotografieren konnte. Und beim dritten Male hatte ich den Fotoapparat nicht dabei. So muss ich mich leider auf wenige Bilder beschränken in diesem sogenannten Dreiburgenland, Fürstenstein, Engelburg und Saltenburg. Aber ein Fluss gehört einfach auch in die Kulturlandschaft des Bayerischen Waldes, nämlich die Ilz.
Das bedeutet Ausflug in eine fast unberührte Natur. Da tritt die Kulturlandschaft zurück. Ja, es ist das letzte große Wildwasser Ostbayerns. Und Sie sehen hier auch ausgezeichnet als Fluss des Jahres. Bei einem der Burgkomplexe Fürsteneck vereinigen sich übrigens mehrere Flüsse dann zu diesem Fluss Ilz, der bei Passau, Donau und Inn dann begrüßen darf und hineinfließt. Eine schwarze Färbung hat zum Ausdruck schwarze Perle geführt, aber Perle ist ein Stichwort für die Ilz, denn die Ilz war immer auch ein Fluss der Perlenfischerei, betrieben nicht zuletzt von den Fürstbischöfen von Passau, eine wichtige Einnahmequelle, also die Flussperlen der Ilz, die waren begehrte Objekte. Aber beliebt in diesem Naturschutzgebiet natürlich ist ein Ort, der heißt Schrottenbaummühle bei Fürsteneck. Und den gibt es übrigens, diesen Hof, diesen Komplex, der heute also Gastronomie etc. umfasst, seit immerhin 1425. Und das erste Bier wurde dort 1792 ausgeschenkt. Und neben sehr stattlichen, bäuerlich-gastronomischen Gebäude, das Hauptgebäude natürlich ein Wirtshaus und Hotel, und Sie sehen hier die schwarze Perle, ein Schmankerl wird, ein Ilz-Schmankerl wird, und wenn Sie wollen, dann können Sie dort Forelle im Wurzelsud genießen oder einen Hirschschmorbraten oder auch einen Topfenstrudel. Nicht? Also Landschaft und Kultur vereinigen sich da in der Gastronomie durchaus bemerkenswert. Und auch ein beliebtes Gebiet für Camping und für Menschen, die ein bisschen mehr die Einsamkeit lieben, um diesen ehemaligen Mühlenkomplex. Wir gehen wieder in die städtische Welt und in eine nun schon sanftere Gegend im östlichen Bereich des Bayerischen Waldes, zur Stadt Hauzenberg. Ja, südlich von Waldkirchen in einem Talkessel. Archäologische Funde gehen zurück bis etwa 5000 vor Christus. Auch da sieht man wieder, nicht, der Wald war durchaus auch in vor- und frühgeschichtlicher Zeit partiell zumindest bewohnt. 1010 hat dann kein geringerer als König Heinrich II., der Kaiser, dieses Gebiet an das Kloster Niedernburg in Passau gegeben. Und das ist nun auch ganz wesentlich, denn dieses Land entlang der Ilz und dann hin zur österreichischen Grenze und nach Passau hin war nicht nur bischöfliches Land, sondern vor allen Dingen ursprünglich, und wir sind ja jetzt im 11. Jahrhundert, das sogenannte Abteiland der Reichsabtei, ja, des großen Reichsklosters Niedernburg, wo beispielsweise die heilige Gisela von Ungarn begraben liegt. Naja, später haben sich dann die Passauer Bischöfe doch erobert sozusagen, ohne Krieg natürlich, aber naja, man hat es vereinnahmt. Hauzenberg hat dann sogar im 14. Jahrhundert einen Freiheitsbrief bekommen, schon durch den Bischof von Passau, 1805, so wie das Fürstbistum Passau auch, dann bayerisch. Auch das ist, glaube ich, ganz interessant. Nicht? Das, was wir so als urbayerisch da sehen, ist eigentlich fürstbischöflich passauisch gewesen. Interessant nun, die Stadtpfarrkirche St. Vitus, die 1972 praktisch fast neu gebaut wurde. Wieder ist es ein quadratischer Saalraum, ja, der große Gemeinschaftsgedanke, der auch durch das Zweite Vatikanum so befördert wurde, strahlt hier wieder auf, nicht 800 Sitzplätze, aber im verbliebenen spätgotischen Chor ist ein Kleinod des Bayerischen Waldes, das darf man sicherlich so sagen, nämlich aus der Burgkapelle von Freudensee, der sogenannte Freudenseer Altar, ein gotischer Flügelaltar aus der Werkstatt des
wichtigen Bildhauers Ruhrland früher auf dem Älteren. Hauzenberg aber, meine Damen und Herren. Ja, hier haben wir noch eine gut in die Moderne eingebettete spätgotische Madonna. Und natürlich, wie sollte es anders sein, wunderbare moderne Glasfenster, ganz abstrakt, ein Pfingstbild oder auch Schöpfungsbild. Also auch da zeigt sich wieder die große Glaskunst in der modernen Kirche. Aber Stichwort ist Granit. Hauzenberg war immer eines der Granitzentren des Bayerischen Waldes. Granit, das bedeutet, wir gehen zurück, was das Gestein anbelangt, so, naja, so 320 Millionen Jahre Urgestein. Nichts über den Granit hat mal Goethe geschrieben. Im Laufe der Zeit hat es übrigens in Hauzenberg 200 Steinbrüche gegeben. Alle abgesackt, weggekommen. Nicht heute, ja, gibt es, glaube ich, noch einen bedeutenden Steinbruch. Aber insgesamt ist das jetzt mehr in den musealen Bereich gekommen. Und tatsächlich hat man dann ein Museum Steinwelten in Hauzenberg errichtet, aus zwei Teilbereichen. Zum einen aus einem wirklichen Museumsbau, wo man wieder hineinfahren kann, quasi liftmäßig in das Zentrum der Erde, nicht, in Magmagesteine hinein, und wo man studieren kann, was so mit dem Granit alles geschah und wie man den Granit nun als Werkstoff verarbeitet hat. Aber außerhalb dieses modernen Museumskomplexes liegt ein Freigelände, der sogenannte Kinadetter Schachet. Das war ursprünglich bis 1984 ein Steinbruch. Und dort kann man sozusagen sehr hautnah, sehr deutlich so Einblicke bekommen in die Arbeit in so einem Steinbruch und in das, was da so übrig geblieben ist. Ein Stück weiter, sanfte Hügel, ja, Bergketten, die schon zum Österreichischen hinüberweisen. Nahe der Grenze also ein Ort, der aus der Ferne schon etwas seltsam anmutet. Nicht? So eine komische Nadel und so ein Block ragt da in den Himmel. Es ist ein Ort, der gegründet wurde vom Bistum Passau aus. Und diese Brunnenfigur zeigt Gottfried II., den 45. Bischof von Passau, der 1360 hier die Marktrechte verliehen hat und diesen Ort zu einem Gerichtssitz des Hochstifts Passau gemacht hat. Es ist Wegscheid. Wegscheid 1655 abgebrannt, 1805, wie soll es anders sein, bayerisch. Und im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Leinenweberei in Heimarbeit. Aber Wegscheid ist interessant aufgrund der Entwicklung des Kirchenbaus. Naja, da schlagen einem zwei Herzen in der Brust. Denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand hier ein wirkliches Gesamtkunstwerk der Münchner Spätromantik. Also alles, was so Neuromanik, Historismus, späte Nazarener mit Ausstattung, allem drum und dran anbelangt, ja, nach Plänen von Leopold Schmidtner, einem bedeutenden Architekten, und Münchner Firmen, die Meyersche Hofkunstanstalt, hat die Ausstattung gemacht. Also eigentlich etwas, wo man heute sagt, ein Juwel des 19. Jahrhunderts, musste einem völligen Neubau weichen. 1967 bis 1970. Man schätzte halt in dieser Zeit das 19. Jahrhundert noch nicht sehr. Aber einer wie ich, der ja in St. Peter in Straubing sich auch vergangen hat, der darf ja da nicht schimpfen.
Jedenfalls, der Burghausener Architekt Karl-Heinz Rippers hat diesen Bau errichtet mit einem 56 Meter hohen Campanile, ja, diese pyramidenartige Nadel, und zwei sich durchdringenden Baukörpern. Er hat also versucht, sozusagen zwei Grundaspekte des Kirchenbaus zu vereinigen, nämlich den längsgerichteten Bau und den Zentralbau mit sich kreuzenden Satteldächern. Und das kann man besonders im Inneren bewundern. Nicht? Eine sternförmige, wirklich kühne Konstruktion, wieder natürlich aus dem Material Holz über geschlemmten, einfachen Wänden. Und vor allen Dingen aber sind es die Glasflächen, die in Wegscheid diese Kirche wirklich nun zu einem Kunstwerk der Moderne machen. Es ist wieder Erich Horndasch gewesen, der den Aspekt von Endzeitvisionen in diese Kirche des Apokalyptikers Johannes gebracht hat. Ja, Johannes der Täufer, Johannes der Mann der Apokalypse, dahinter aber auch der Aspekt der Erlösung. Ja, wie aus einem Dickicht stößt er heraus, wie aus einer Himmelsquelle wird hier Wasser herabgesenkt, der göttliche Erlösungsstrahl erfasst den Menschen und das apokalyptische Lamm prophezeit und garantiert dann letztendlich die neue Welt. Ein Kunstwerk, das für meine Begriffe Dauer haben wird. Nicht noch einmal wie ein Schöpfungsakt, der Urknall in Farbe umgesetzt. Bisschen weiter kommen wir nach Untergriesbach. Jetzt nähern wir schon uns dem allmählich dem Donautal. Nicht? Und Untergriesbach, stattlicher Marktort, Stadt, nicht? Schon Richtung Passau, Höhe 565 Meter. Ja, wir gehen jetzt großer Aber über 1400 schon mal deutlich herunter. 13. Jahrhundert Marktrechte bekommen. Pfleggericht der Passauer Bischöfe. 1953 ist hier übrigens Ottfried Fischer auf die Welt gekommen. In der Pfarrkirche St. Michael überzeugt vor allen Dingen dieser Hochaltar, so aus der Zeit um 1700, mächtig. Und am Friedhof findet man einen Grabstein. Und da heißt es Frau Maria Hartl, Lanzenmare-Wirtin. Und Lanzenmare meint die ehemalige Betreiberin eines Gasthauses, des Gasthauses Lanz. Ja, das ist so stattlicher Bau an dieser Marktstraße, zweigeschossig, giebelständiger Flachsatteldachbau und durch eine Fernsehsendung von 1990 landesweit bekannt geworden. Die Lanzenmare war ein Begriff und ihr Wirtshaus auch. Ja, eine dieser stattlichen Gaststuben, aber die Vertäfelungen in dieser Gastwirtschaft, die stammen immerhin vom Ende des 18. Jahrhunderts, sogenannte josephinischer Stil nach Josef II. Von Österreich. Naja, zum Schweinebraten dort, den ich genossen habe, sage ich nichts und komme gleich wenig westlich von Untergriesbach nach Thürnau. Ebenfalls schon in Form frühgeschichtlicher Zeit besiedelt diese Gegend, ja, südlicher Ausläufer des Bayerischen Waldes, ebenfalls mal im Besitz im 11. Jahrhundert des Klosters Niedernburg und dann, ja, 150 Jahre später Hochstift Passau. Ein wirklich nun ansehnlicher Ort, in dessen Mitte übrigens ein Barockschloss steht. Ja, das dortige Gut wurde umgebaut und 1805 kamen übrigens Zisterzienserinnen dahin. Da haben wir es, ja, noch immer stattlich, trotz aller Veränderungen. Aber der interessanteste Bau ist diese Kapelle. Ja, außen so mit
Architektur, Fresken. Im Inneren aber überrascht dieses kleine Bauwerk, denn es ist eine Loreto-Kapelle. Wir haben in der Zeit des Barocks solche Übernahmen der berühmten Kapelle von Loreto, des Heiligen Hauses von Loreto, durchaus öfters. Am berühmtesten sicherlich Loreto in Prag auf dem Hradschin, aber auch hier interessanter Nachbau dieser Loreto-Kapelle, wie man sie sich sozusagen vorgestellt hat, als in einem ruinösen Zustand, hat man das im 18. Jahrhundert quasi nachempfunden, natürlich als Wallfahrtsstätte. In der Pfarrkirche aber, die so um 1769 vollendet war, finden wir eine vorzügliche Madonna. Ja, wirklich mit das Beste, was der Bayerische Wald aufzuweisen hat für das Ende des 15. Jahrhunderts. Ja, so ein familiärer Madonnentypus, nicht, wo die Verbindung von Mutter und Kind sehr deutlich ist. Und der Meister dieses durchaus außergewöhnlichen Werkes ist anonym, aber es könnte gewesen sein Martin Kriechbaum aus Passau oder vielleicht sogar einer der ganz Großen der Zeit, so um 1480, nämlich Niklas Gerhard van Leyden. Thürnau hat übrigens ganz lange Zeit, bis 1786, zu einer anderen Pfarrei gehört, deren Kirche wir hier sehen, nämlich zur Pfarrei Kellberg. 1076 erstmals urkundlich erwähnt, mit der Pfarrkirche St. Blasius, dessen Turm noch in das 14. Jahrhundert zurückgeht, das aber im Inneren sicherlich einen der schönsten und interessantesten Räumlichkeiten des Bayerischen Waldes aufweisen kann. Ja, ein spätgotischer Kirchenraum, eventuell 1488 vollendet oder vielleicht sogar der Inschrift im Chorbogen nach von 1654. Aber nachdem die Gewölbe wirklich um 1500 liegen, ist 1654 wahrscheinlich der Hinweis auf eine Restaurierung dieses Raumes. Ja, der leicht eingezogene Chor, einschiffig, aber die Seitenschiffe relativ hochgezogen, sodass sich eine sogenannte Staffelhalle ergibt. Und in dieser Kirche ein Epitaphium, das zu den besten Grabdenkmälern des Bayerischen Waldes gehört, der Ritter Degenhard II. Von Watzmannsdorf, 1506 gestorben und als Meister dieser eindrucksvollen Rotmarmor- oder Rotkalkplatte wird angenommen Jörg Gartner. Ja, einer der wichtigen Künstler auf diesem Sektor. Interessant übrigens in Kellberg, dass die neugotische Ausstattung von 1879 noch erhalten ist. Ja, nun wieder zurück zur bäuerlichen musealen Welt. Das Mui-Hirsel-Wirtshaus. Naja, er muss ja irgendwo wieder mal auftauchen, nicht? Der Waldprophet. In wirklich eindrucksvollen, unglaublich weitläufigen Museumsdorf Bayerischer Wald in Tittling. Nordwestlich von Passau, am sogenannten Dreiburgensee, hat 1974 bis 1976 dieses Museumsdorf seine Anfänge erhalten durch einen Unternehmer, durch einen Busunternehmer, auch Hotelbesitzer dort, Georg Hötl, nicht seine berühmten Busse fahren in der ganzen Welt herum und da könnte man dann bei ihm im rollenden Hotel im Anhänger übernachten. Heute gehört dieses Museum zum national wertvollen Kulturgut und ist eines der größten Freilichtmuseen Europas. Immerhin 147 Wohn- und Wirtschaftsbauten, so aus der Zeit 1580 bis 1890. Und geordnet so in der Richtung, dass man versucht, sozusagen einen oberen Anger, also dörfliche Strukturen, hier in diesen wiedergebauten Anwesen aufscheinen zu lassen. Über 60.000 volkskundliche Objekte sind dort zusammengesammelt.
alles Mögliche. Ja, also vom Kinderwagen, wie Sie hier sehen, über alle möglichen landwirtschaftlichen Geräte. Der untere Anger, weitflächig, wirklich, als wenn man in so eine bäuerliche Welt unmittelbar hineinträte, auch mit der Dorfkapelle, die noch die originale Ausstattung als Nothelferkapelle zeigt aus dem 19. Jahrhundert. Dazwischen mal auch ein Flurdenkmal, hier eine Pestsäule. Oder selbstverständlich wieder ein Kruzifix, das immer auch dazugehört. Und eine Mühle, die war Ausgangspunkt übrigens für dieses Museumsdorf, das wirklich in seinem Umfang, wie gesagt, zu den größten nicht nur in Deutschland gehört. Ja, meine Damen und Herren, jetzt machen wir einfach einen Sprung und umrunden Passau und bewegen uns jetzt in Richtung Deckendorf und dort stoßen wir auf diesen Weg westlich Deckendorf in den Vorbergen des Bayerischen Waldes im Tal des Mettenbachs auf das Schloss Eck. Das 19. Jahrhundert lässt eigentlich grüßen, obwohl die Substanz mittelalterlich ist. Ja, es war eine ehemalige Wasserburg, auch wenn der Eindruck einer Höhenburg hier entsteht. Im 14. Jahrhundert durch den Ritter von Eck, wichtiges niederbayerisches Geschlecht. 1427 dann Heinrich der Reiche von Landshut als neuer Besitzer und 1752 ein Josef Freiherr von Arnsberg. Und dessen, ja, ich glaube, es war der Sohn, Nachfahre wohl, Josef Ludwig Franz Xaver Graf von Arnsberg. Der ist ein berühmter Mann gewesen, denn 1835 übrigens gestorben. Er war Jurist, 1826 Innen- und Finanzminister, König Ludwigs I., aber als liberaler Aufklärer 1831 entlassen. Nur zwischen 1835 und 37 war er Regierungschef in Athen, denn der damalige griechische König war Otto von Bayern. Die Sache lief allerdings nicht lange gut, nicht? Und dann hat sich der Graf von Arnsberg vor allen Dingen auf Schloss Eck zurückgezogen, das er nachhaltig restauriert hat. Und so ist aus diesem ursprünglich mittelalterlichen Komplex ein wunderbarer historistischer Burgkomplex geworden mit einem Bergfried, der mit seinen 45 Meter Höhe übrigens als höchster Burgturm Bayerns gilt. Pläne von dem bedeutenden Architekten Ludwig Volz, wie gesagt, ein Meisterwerk des Historismus. Blick vom Bergfried hier in den Burghof. Die typische historistische Burgkapelle und auch im Innenraum ein Stilgemisch, aber von hoher Qualität des 19. Jahrhunderts. Arnsberg wurde übrigens in Bad Kötzting geboren und ist sicherlich einer der bedeutenden Niederbayern. Wir nähern uns, meine Damen und Herren, allmählich dem Ende, aber machen einen kleinen Schlenkerer nochmal rauf in den Landkreis Straubing-Bogen nach St. Engelmar. Ja, Wellnessort, Skiort, ein Hauptort im vorderen Bayerischen Wald, zweifellos, benannt nach dem Einsiedler Engelmarus, der sich hier um etwa 1086 niedergelassen hat, im Gebiet der Grafen von Bogen, nicht, der mächtigen Grafen, die Teile des Bayerischen Waldes lange Zeit beherrscht haben, aber einer, der im nicht gut gesonnen war, der neidig war auf den Ruhm der Heiligkeit, den dieser Einsiedler genoss, der hat ihn erschlagen. Das sehen wir hier in einem Deckengemälde des Barocks in der Pfarrkirche. St. Engelmar hat einen weitläufigen Kurpark und vor allen Dingen, nun eine besondere Attraktion seit 2008, einen Waldwipfelweg zwischen Engelmar und dem Touristenort Maibrunn. 370 Meter lang das Ganze, bis 30 Meter hoch und mit einem wunderbaren Blick nun hinaus über die
Vorberge des Waldes hinein in die Donauebene bereits. Gerade in herbstlicher Situation besonders empfehlenswert. Und schließlich, meine Damen und Herren, unsere vorletzte Station auf einem dieser Hügel, wirklich nun schon im Vorwald, wo es ausläuft hin zur Donau, das Klosterdorf Winsberg. Ein Kleinod, ein weiteres Kleinod der Kultur und der Kunst im Bayerischen Wald. Es war der Stammsitz der Grafen von Bogen, die hier eine Eigenkirche besaßen und die dann um 1125 unter ihrem Grafen Adalbert I. ein Kloster gründeten für den Orden der Prämonstratenser. Oder besser waren es eigentlich Chorherren nach Augustiner Regel. Im Kern heute noch eine mittelalterliche Klosteranlage mit 4 Plätzen bzw. Innenhöfen. Und besonders schön hier rechts die alte Abtei, die hat sogar noch Fresken innen. Und wir sehen hier den Aufgang zur Klosterkirche. Eine romanische Basilika mit einem wunderbaren Tympanon, in dessen Mitte der Graf mit seiner Gemahlin zu sehen ist und mit der Mutter Gottes. Und natürlich ist auch die Kirche wieder einmal eine Marie-Himmelfahrtsklosterkirche. Man sieht noch die Grundstrukturen der romanischen Pfeilerbasilika, aber in der Mitte des 18. Jahrhunderts dann eine grundlegende Barockisierung, die ihren absoluten Höhepunkt bekommen hat durch 4 Pfeileraltäre, plastisch-szenische Altäre des Straubinger oder Gäubodenkünstlers, sagen wir es besser so, Matthias Obermeier. Er stammt aus Meindling bei Oberschneiding in Gäuboden, war ein Meister des Rokoko und wurde vor 300 Jahren geboren. Wir sind also in seinem Jubiläumsgeburtsjahr. Wie gesagt, köstliche Werke des Rokoko mit Spitze auf diesem Sektor in Bayern. Und auch im Detail zeigt sich Obermeiers frühe Kunst in Winsberg in einer eigentlich nie von ihm mehr übertroffenen Art und Weise. Und schließlich, jetzt sind wir an der Donau, aber noch gibt es einen Berg, der quasi das Donautal verbindet mit dem Bayerischen Wald. Wir sind beim Bogenberg, der hier 118 Meter aus der Ebene hochragt. Schon übrigens besiedelt in der Altsteinzeit, 50.000 vor Christus vielleicht schon, in der Bronzezeit große Ringwallanlagen, also ganz wichtiger zentraler Ort gewesen, bis sich dann die Menschen in die fruchtbare Ebene offensichtlich begeben haben. Frühmittelalter, christianisierte Familie, vielleicht Sitz eines Urklosters Berg im Donautal, so am Ende des 8. Jahrhunderts eventuell von Benediktinern gegründet und um 1100 die Schenkung dann einer Kirche an das Kloster Oberaltach, natürlich wieder durch die Grafen von Bogen, einer Wallfahrtskirche. Denn der Legende aus dem Jahre, der Legende nach, kam am der Donau herangeschwommen ein steinernes Gnadenbild. Und das war bestimmt für den Bogenberg. Und noch immer ist es eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Wallfahrtsstätte Niederbayerns. Es ist Niederbayerns heiliger Berg. Und am Pfingsten vollziehen die jungen Männer aus dem weit entfernten Holzkirchen ein Wallfahrtsgelübd, indem sie eine riesige, wachsumwickelte Stange, Holzstange, eine Kerze aufrecht auf den Bogenberg hinauftragen. Die Wallfahrtskirche beinhaltet, Wallfahrtskirche übrigens eine Hallenkirche aus dem 15. Jahrhundert, eine Maria Gravida, eine Gottesgebärerin, und das sieht man. Ja, die Gebärende, die schwangere Mutter Gottes. Sie hatte Glück, dass sie im 19. Jahrhundert hoch oben auf dem Hochaltar von damals stand, mit einem weiten Gewand umgeben, sonst hätte man sie als unschicklich hinausgeworfen. Aber zu diesem ganz wichtigen Wallfahrtsbild kommt dann auch eine sehr schöne Innenausstattung, zum Beispiel eine Kanzel von 1725, wahrscheinlich von Franz Mozart,
der damals in Straubing wirkte, ein Großonkel des Wolfgang Amadeus. Und mein Liebling ist dieser Putto, der hier das Gewicht der Kanzel trägt. Ein wunderbarer Knabe des Barocks. Im Übrigen ein schönes Museum, das Kreismuseum des Landkreises Straubing-Bogen, absolut empfehlenswert. Und eine Wirtschaft zur schönen Aussicht, die diesen Namen wirklich zu Recht trägt, auf dem Berg, dem Bogenberg, der zu den 100 wichtigsten Geotopen Bayerns zählt. Und von dort aus hat man einen wunderbaren Blick hinunter ins Donautal und in der Ferne wäre dann Straubing, aber Donau, Donautal, das wäre ein Thema für sich. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und wenn Sie in den Wald fahren, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Wandern, Wellnessen, Mountainbiken, greifen Sie da ein bisschen acht, das ist nicht so ungefährlich. Und genießen Sie aber auch die Kulturlandschaft Bayerischer Wald. Für Gott und bleiben Sie gesund.